Hallo und herzlich willkommen. Hearthstone mit dem Diebe Detlef. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Nein, wir spielen natürlich wieder ein neues Spiel. Der Kalle. So, wir gucken mal ganz kurz den Kallen an. Der müsste doch eigentlich... Der müsste doch eigentlich ein paar Piraten haben. Da haben wir schon mal einen. Einer nur? Ne, da zwei. Da müsste eigentlich noch mindestens einer drin sein. Ne, nur zwei. Ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Würde ich sagen, dann nehmen wir die Aufwärten raus und packen einfach den nochmal als zweiten rein. Und dann können wir nämlich den Kalle auch spielen. Was haltet ihr davon? Bisschen noch Krieger-Tutorial. Der Krieger lebt ja von seinen Waffen, die meistens in vielen Situationen sehr, sehr, sehr stark sind. Garrosh gegen Garrosh. Ein würdiger Gegner auf jeden Fall schon mal. Das ist ein anderer Krieger. Tod. Sagt, was ihr drauf habt. Die Anfangskarten sind nicht verkehrt, aber sehr ärgerlich. Aber guck mal, wir hatten auch öfters schon Glück in Kombination mit dem Krieger, dass wir jetzt eine 1er kriegen. Natürlich, der Pirat wäre am geilsten, ne? Den Piraten jetzt zu bekommen. Ja, oder natürlich ein 9er legendärer, das geht auch. Tja, das ist natürlich ärgerlich, wenn man dann dementsprechend erst in der dritten Runde einsteigt. So, jetzt sieht es eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Gleich ist die Runde auch angebrochen, wo ich meine spezielle Waffe hier anlegen kann. Lass die Schmerzen sprechen. Genau das nämlich, das ist perfekt. Sind wir jetzt in die schöne Ausgangslage gekommen, sage ich mal, eine Waffe haben wir angelegt. Wir haben zwei Diener mit Spot, die Full Life sind. Er muss jetzt reagieren mit einer Waffe, das ist sehr gut für uns. Wird jetzt noch einmal Rüstung wahrscheinlich anlegen. Aber nicht problematisch, weil, wie gesagt, wir gehen jetzt in die Vorleistung. Das ist sehr gut. Es wird jetzt nur gleich interessant werden. Weil ich jetzt gleich wen spiele, der sehr ärgerlich für den Gegner ist. Den muss er irgendwie wegbekommen. Ne? Und bis jetzt hat er bloß eine Waffe angelegt mit 3-1 und kann meinen Spotter wegmachen. Aber was kommt dann? Kommt selber was mit Spot? Dann habe ich immer noch meine Waffe. Ah, das wäre jetzt natürlich ärgerlich, wenn jetzt was Gutes kommt. Wie Gottes Schild. Das in Ordnung. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. So, was macht er jetzt nämlich? Also er hat eine gute Variante getroffen. Das ist eigentlich auch eine sehr starke Variante war. Hatte natürlich auch nicht die richtigen Auswahlmöglichkeiten. Das war ein bisschen schade.
Er weiß, was jetzt ihm blüht, ne? Wenn er den nicht wegbekommt, dann ist er gleich tot. Nämlich, wenn der jetzt Windsturm bekommen sollte. Was ja sehr gut passieren kann. Dann ist Ende an der Stelle, ne? Deswegen wird es jetzt interessant, was er jetzt spielt. Okay, er zieht noch eine, weil er denkt, damit kann er... Ah, okay. Hm. Damit gehe ich natürlich konform. So würde ich es auch machen. So würde ich es natürlich auch machen. Ich habe das Kriegsbeil ausgehalten. Windsturm? Nein, natürlich nicht. Das war gut. Der Verteidiger ist sehr stark geworden. Und jetzt ist er schon sehr doll im Zugzwang. Aber natürlich, wenn er jetzt den da angreift, ja, genau, dann vernichtet er ihn mit einem verletzten Vernichten. Korrekt. Komm, mach es. Nein, macht er nicht. Okay. Ich hätte nämlich gedacht, er greift mit dem den an, vernichtet den da. Guckt dann, dass er da einmal angreift, holt eine Waffe raus. Ah, nee, das wird so nicht. Ich bringe ihm jetzt erstmal nichts. Ich bin mal gespannt, was er jetzt ausspielt, was ihm da was bringen soll. Sollte es jetzt dazu kommen? Nee, ist eigentlich völlig egal, ne? 18. Ist eigentlich egal, was er macht, würde ich behaupten. Es kommt natürlich jetzt drauf an, Winston. Glaubt schon mal los. Wäre natürlich am schönsten. Leider wieder kein Piraten da an der Stelle. Er kennt das Schauspiel. Es läuft immer wieder gleich an. Ab. Vernichtet 40 feindliche Diener. Da hätte ich natürlich jetzt nochmal zuschlagen können. Aber das ist egal. Wir gehen in noch eine Runde. Wir müssen ja irgendwann mal eine Quest vorbei. Also die muss ja mal geschafft werden. Das geht doch so nicht. Der Krieger immer noch eine sehr, sehr starke Klasse. Richtig eingesetzt mit den Waffen. In Kombination natürlich. Wenn man den nicht gleich tötet, ne? Dann steht dieser Name wirklich für dieses Tier. Nämlich sehr, sehr bösartig. Das zerreißt dir halt deine ganze Base, ne? Alles, was da an HP und Rüstung anlegst, zerreißt er komplett. Der ist schön. Als Zweier ist ja schön. Wäre natürlich auch mal schön, den zweiten Zug zu haben. Oder wir ziehen jetzt den Piraten. Wir ziehen einen Piraten. Das ist schon mal schön. Wir haben einen Piraten da. Das sieht doch schon mal gut aus. Leider nicht den, den ich wollte, aber besser als nichts. Und die coole Kombination ist, wir spielen den vorher. Dann spielen wir den. Dann bekommt der 2-2. So, erhaltet jedes Mal eine Rüstung, wenn ein befreundeter Diener Schaden erleidet. Der ist natürlich auch sehr schön, wenn man ihn in Kombination mit einem Spotter bringt. Den ich jetzt hier leider aber gerade nicht habe. Da ist er aber. Er pusht natürlich jetzt wieder sehr, sehr schnell seine Mana-Kristalle. Das kenne ich. Das versuchen sie immer. Kann den natürlich auch spielen, wenn man eine stärkere Waffe haben. Aber ich glaube, ich muss den jetzt hier gleich spielen. Ja. Ja, okay. Das ist für mich in Ordnung. Versuch das hier nicht! So, jetzt wird es gleich interessant. Nämlich, wenn wir den hier reinhauen. Wenn er den nicht wegbekommt, dann wird es interessant. Weil dann kommt der hier nämlich richtig zur Geltung.
So, jetzt muss er nämlich was spielen, was ihm was bringt, und das wird nicht ohne. Weil ich krieg schön Rüstung durch beide und die werden dann sehr, sehr stark. Das ist eine Kackkarte, die wurde mir von Malchisar leider in mein Deck gepackt. Die bringt mir überhaupt nichts bis zum Schluss, da kann ich sie spielen, vorher nicht. Das habe ich mir gedacht. Den in der Mitte? Nee. Den auf der Seite, okay. An sich erstmal gut für mich. Mir gefällt euch das! Nehmt das! Eine schöne Waffe. 3-2. Das bedeutet, der bekommt hier 3-2 dazu. Und wir können sogar einen größeren wegmachen in Kombination mit dem hier. Das ist natürlich blöd. Ah, das ist noch blöder. Das ist stark. Das ist stark. Angriff! Oh. Look da, Ogre! Mir gefällt euch das! Hat er gut gespielt? Das hat ihm sehr viel Verteidigung gebracht, aber natürlich in Kombination mit meinen Karten, die gerade sehr gut sind, hat ihm das jetzt nicht die Masse gebracht. Jetzt wäre es interessant, ob er ihn angreift. Glaube ich nicht, weil dann wäre er vernichtet. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal einmal mit der angreifen, die ausspielen. Dann ist das sehr, sehr eine starke Kombo. Hab dann hier noch einmal Rüstung natürlich dazu, die zwei. Damit kriege ich eigentlich keinen Schaden von ihm. Der Pirat ist halt sehr stark, ne? Der hat jetzt die Waffen-Skills bekommen, hat jetzt 6-5 für 4 Mana. Das ist super stark. Deswegen habe ich den mit drin, weil ich so viele Waffen habe. Ich hätte gerne noch einen zweiten davon, weil der ist, wie gesagt, in der Kombination. Was tun? Schönes Ding. Ich träume und die Welt. Puh. Das ist übel. Das ist übel. Look down, Ogre! Look down, Ogre! Tja, damit hätte er nicht gerechnet, glaube ich. Das hat mir auch noch gerade so einen ganz kleinen Vorteil eingebracht. Ansonsten wäre das fies geworden. Sehr fies sogar. Ich habe die besten Angebote weit und okay. Breit. Ärgerlich. Weil er zieht jetzt Karten. Das ist natürlich geil. Ein Pirat, der nicht von mir reingepackt wurde. Und der hat uns jetzt gerade nochmal einen richtigen Bonus gegeben. Richtig guten Bonus. Das Blöde ist, dass ich die hier nicht ausspielen kann. Das ist wirklich sehr schlecht. Wir haben noch sehr viele Karten im Gegensatz zu ihm. Das sieht auch noch gut aus. Wir sind bei 10 Mana jetzt angekommen, wie er auch. Das heißt, der Vorteil ist auch weg. Er ist aber jetzt... Er kommt langsam in den Bereich, wo es für ihn noch ein klein bisschen mehr Vorteil bringt. Auch natürlich aus diesem Grund. Ihr seid ja nicht willkommen. Look da, Ogre! So, jetzt wird er langsam unangenehm, der Rechte. Und beim nächsten Tick wird er noch unangenehmer, weil ich den leider nicht ausspielen kann, ne? Der andere Pirat wäre jetzt auch noch schön.
Ich weiß nicht, was er noch ziehen könnte, was interessant wäre. Ne, wenn er jetzt anfängt, langsam mit seinen Jade-Golems. Die sind noch nicht so stark. Die bringen mal gerade 3 ein, jetzt in dem Fall. Oder er packt sie halt in sein Deck. Was hat er noch? Er hat die 4 zum 4 angreifen, 1 Schaden auf den anderen. Die hat er nicht mehr. Hat er 2 Stück schon verbraucht? Ah, okay. Eins zum Schweigen bringen, ja. Hätte er aber auf den da machen müssen. Warum hat er das auf den gemacht? Das habe ich nicht verstanden. Ach, er hat Schaden gemacht, 2. Ach ja, okay. Jetzt sehe ich gerade, was er geplant hat oder was er da gemacht hat. Jetzt wird es interessant, ob er irgendwas hat. Ansonsten, wir haben die Waffe. Wir haben den Angreifer, den Drachen. Jetzt wäre es interessant, was könnte er noch ziehen, was ihn hier irgendwie rettet. Selbst wenn er das ja spielt, kommt er ja nur auf 4. Das heißt, es ist, glaube ich, jetzt Geschichte in dem Fall und wir sind durch. Kann natürlich sein, dass er jetzt an der Stelle schon rausgegangen ist, ne? Logischerweise, weil er hat halt keine Chance mehr. Gleich ab ins nächste Game oder so. Ich habe keine Ahnung. Die Leute geben immer ungerne auf. No? Ah, okay. Ja. Und er tötet sich selber, glaube ich, ne? Ein ehrenvoller Tod. Ja. Danke. Er tötet sich selber, ja. Er hatte nicht wirklich viele Chancen. Zwischenzeitlich sah es mal nicht so gut aus, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, er hatte da keine großen Chancen. Aber guckt mal, zwei Quests fast durch. Das heißt, ihr werdet doch mal in den Genuss kommen, diese Combo nochmal zu sehen. Wundert euch nicht, das ist natürlich eine Aufnahmestufe. Aber ich werde natürlich zwischendurch kommen immer mal Kartenchaos raus. Das kommt dann immer in Intervallen. Also es wird jetzt ein bisschen Zeit vergehen, bis ihr quasi diese Folge gesehen habt. Und ihr habt ja die vorigen, wenn ihr die angeguckt habt. Die Qualität ist hoffentlich natürlich trotzdem die gleiche. Und ihr freut euch auf das Format. So konnt ihr auch mal ein bisschen den Krieger sehen. Ich finde persönlich immer eine gute Wahl. Eine sehr solide Wahl. Es gibt wenig Klassen, gegen die der Krieger schlecht ist. Ich sag mal Hexenmeister, Priester, das ist unangenehm. Aber so richtig stark sind die trotzdem nicht. Ja. Ja, gut. Danke, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann einfach bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.